Noah? Rini, wir müssen in den Bunker! Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Wir halten das schon aus, Rini. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Miss Clock behauptet auch, dass die Zunge schwarz wird, wenn man flucht. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rini, ich wollte dir keine Angst machen. Rini, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen?
Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf, wir machen jetzt was, was Miss Clock gar nicht leiden kann. Ist die Opferzahl ungewiss? Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Bot? Hm? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Hallo, Rini. Hallo, Sedgwick. Wie geht's, Bot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Das da könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens... I.A. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er sein Opa, sein Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot. Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone. Und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Ja, wo habe ich sie nur hingelegt? Ach, da ist sie ja! Tada! Der König von Silence! Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel.
finde ich noch was Besseres. Nein, Rini will die Geschichte richtig erzählt bekommen. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Hedwig, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Hedwig dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Ah! Rini! Oh, verdammt. Rini? Geht's dir gut? Rini! Im Kampf liegt die dritte große Angriffswelle. Schweres Artilleriefeuer. Nach monatelanger Ruhe. Rini! Wo bist du? Kampftätigkeit neu entfacht. Offensive geplant. Divisionen in Bereitschaft. Oh. Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Hohe Verluste. Gewaltige Störung. Rini! Oh, Gott sei Dank. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Du blöde Kiste! Divisionen in Bereitschaft. Offensive geplant. Hohe Verluste. Leiser, verdammt! Unter Beschuss. Im Kampf gegen die dritte große Angriffswelle. Schweres Artilleriefeuer. Nach monatelanger Ruhe. Rini! Neu entfacht. Offensive. Wo bist du? Divisionen in Bereitschaft. Verluste.